Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chaos Kitchen 51. Heute gibt es einen Schoko-Birnenkuchen. Und die Zutaten hier könnt ihr hier im Bild sehen, beziehungsweise zeige ich euch am Ende des Videos nochmal eine Rezeptliste. Ja, zuerst schälen wir unsere Birnen und entkernen sie. Und dann macht sich so ein Eiskugelmaker ganz gut. Dann beträufeln wir unsere Birnenhälften mit etwas frischer Zitrone, damit sie nicht so schnell braun werden. Unsere Schokolade, ich habe hier Vollmilchschokolade gewählt, ihr könnt auch Zartbitterschokolade nehmen, geben wir in einen Blitzhacker und zerkleinern die Schokolade in kleine feine Krümel. Ja, dann geben wir unsere Butter und den Zucker in eine große Schüssel und schlagen das Ganze schaumig. Anschließend geben wir dann, wenn die Masse schön schaumig ist, unsere Eier hinzu und rühren das Ganze weiter durch. Ja, und dann ist es schon Zeit, unser Mehl, wenn das schön glatt ist und cremig ist, geben wir unser Mehl hinzu. Ich habe hier, wie gesagt, Hälfte-Hälfte genommen, eine Hälfte helles Mehl und eine Hälfte dunkles Dinkelmehl. Wenn wir eine gute homogene Masse haben, geben wir unsere zerkleinerte Schokolade hinzu. Die heben wir unter und nicht mit dem Mixer, sondern wie gesagt per Hand, habe ich mal als Tipp bekommen. Da wird die Schokolade irgendwie besser verteilt im Teig als mit dem Mixer. Ja, dann geben wir noch etwas Kakaopulver hinzu, um den Geschmack etwas zu verstärken und verrühren das Ganze weiter. Schneiden wir eine Springform mit etwas Backpapier aus und verteilen dann unseren Teig darin. Ja, und dann können wir unsere Birnenhälften auf den Teig aufbringen. Anschließend geben wir etwas Kakaopulver noch über die Birnen und dann den restlichen Teig. Ja, und dann können wir ihn in den Backofen geben bei 160 Grad auf mittlerer Schiene etwa 50 Minuten. Anschließend geben wir einen leckeren Schokoguss darüber und verteilen diesen gut auf der Oberfläche. Ich habe dann noch frische Walnüsse genommen und wie gesagt auch noch oben drauf vergeben, was ganz, ganz lecker ist. Ich mag Walnüsse sehr gern. Ja, und dann haben wir einen wunderbaren, leckeren Birnen-Schokokuchen oder Schoko-Birnenkuchen. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen mit Chaos Kitchen 51, seinem leckeren Rezept. Und ihr schaut wieder rein, wenn es heißt, Tom kocht Chaos Kitchen 51. So, meine Lieben, wie ihr seht, bin ich schon fleißig am Spachteln. Und muss euch sagen, der Schoko-Birnenkuchen ist mir ja doch ganz gut gelungen. Und schmeckt ausgezeichnet. Also, wenn ihr es nachmacht, das Rezept findet ihr am Ende des Videos und bleibt dran. Es folgen ja noch andere tolle Videos und Rezepte zu der Kooperation Schokoträume oder Schokoladenträume. Ich wünsche euch jedenfalls ganz viel Spaß damit und bis bald, euer Chaos Kitchen 51. Hier also die Endcard. Hier seht ihr alle Kanäle, die dabei sind bei Schokoladenträume. Klickt einfach die Bildchen an und ihr kommt auf den Kanal und findet sämtliche Rezepte. Viel Spaß!